warum euch auf YouTube nur die halbe Wahrheit erzählt worden ist zum Risikomanagement beim Traden, warum das Risk-Reward-Ratio alleine unnützlich ist und wie man sein Risiko richtig berechnet mit einer einzigen Formel. Keine Sorge, ihr müsst kein Mathe-Ass sein, ich bin auch nicht besonders gut in Mathe, aber wie man mit dieser einen Formel ausrechnen kann, ob man langzeitig profitabel ist. Das erfahrt ihr heute in diesem Video. Peace, Freunde, mein Name ist Cedric, willkommen zurück zu einem Video auf diesem Kanal. Heute befassen wir uns mit dem Risikomanagement. Ich hatte es ja schon mal in dem letzten Video angesprochen, also einer meiner ersten Videos, denke ich. Da habe ich auch schon mal angesprochen, okay, ich will euch ein externes Video zum Risikomanagement machen. Das kommt auch in die Trading-Reihe-Playlist, in diese Trading-Playlist, wo ihr alle Videos zum Thema Trading findet. Ich zeige euch heute, wie man wirklich sein Risiko auf Langzeit managen kann. Und nur mal so zur Information, die meisten TikTok-Gurus würden jetzt die Informationen nicht mal genau die ich euch zeigen werde, sondern einfach nur, wie man Risk-Reward-Ratio benutzt. Die würden euch das in einem Kurs verkaufen. Ich zeige euch jetzt wirklich detailliert, wie man seine Erwartung ausrechnet und das alles for free. Das Wissen ist alles for free. Ich nehme kein Geld dafür, deswegen, wenn ihr das auch schätzt, gebt doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal und teilt ihn gerne, wie gesagt, mit euren Freunden. Würde mich freuen und motivieren, weiterhin so gute Infos mit euch zu teilen. Bevor das Video startet, wenn ihr selber auch traden wollt und noch keine Börse habt, benutzt gerne FTX. Ihr bekommt 5% lebenslänglich auf eure Gebühren mit meinem Link, also ihr spart lebenslänglich Gebühren. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen und würde mich auch supporten, also danke für den Support. Aber laden wir gar nicht so viel rum, rein ins Video. Aber auch wie immer ganz wichtig, ich bin kein Anlageberater, das ist alles nur meine Meinung. Es dient alles nur zu Informationen und zur Unterhaltung. Ob jetzt euer Risiko auch dementsprechend managt, müsst ihr selber wissen. Ich kann nur sagen, wie ich es persönlich mache. Was ist das Risk-Reward-Ratio überhaupt? Das Risk-Reward-Ratio ist im Deutschen nur das Chancen-Risiko-Verhältnis, sprich wie viel müsst ihr riskieren für wie viel potenziellen Profit. Hier habe ich schon mal eine Tabelle, wo ihr das ganz gut seht. Desto höher das Risk-Reward-Ratio ist, desto risikoärmer sind eure Trades. Desto niedriger das Risk-Reward-Ratio ist, desto risikoreicher sind eure Trades. Als Beispiel hier, ein Risk-Reward-Ratio von 50, seht ihr hier, beschreibt einfach nur, ihr riskiert einen Dollar für potenziell 50 Dollar Profit. Ihr müsst nur 2% aller eurer Trades gewinnen, um wieder Break-Even zu sein, also plus, minus 0. Der zu sein. Ein Risk-Reward-Ratio von 1 bis 10, selbe Prozedere. Ihr riskiert 1 Dollar für potenzielle 10 Dollar Profit, habt ein Risk-Reward-Ratio von 10 und müsst nur 9% aller Trades gewinnen, um wieder plus minus 0 zu sein. Ihr habt dann keinen Profit, sondern seid einfach wieder Break-Even. Desto niedriger das Risk-Reward-Ratio aber wird, desto höher wird das Risiko. Sprich, wenn ihr jetzt eins habt von 1 zu 2 und ein Risk-Reward-Ratio dann von 0,5 habt, müsst ihr 67% aller eurer Trades gewinnen, um wieder plus minus 0 zu sein. Ihr merkt schon, es wird deutlich risikoreicher, desto kleiner das Risk-Reward-Ratio auch wird. Man sagt ja, dass Anfänger ein Risk-Reward-Ratio von 2 bis 5 haben sollten. Sprich, dass man ja höchstens nur 33% seiner Trades gewinnen muss, um wieder plus minus 0 zu sein, oder halt 25% seiner Trades nur gewinnen muss, um plus minus 0 zu sein. Sprich, du riskierst 1 Dollar für potenzielle 3 Dollar Reward. Klingt vernünftig und es ist auch gut, wenn man von Anfang an das Risk-Reward-Ratio benutzt. Das habe ich zum Beispiel selber nicht getan. Also ich habe es zum Beispiel am Anfang nicht benutzt und dann auch bitter bereut. Das Ganze hilft euch aber nicht, um eure Erwartung auszurechnen, ob ihr langzeit wirklich profitabel seid. Wir gehen in Trading View, nehmen das Long- oder Short-Position-Tool. Wir wollen jetzt in der Long-Position öffnen. Wir sagen, wir wollen hier beim Support eine Long-Position öffnen. Bis in die Resistance rein, da ist unser Ziel. Und wir sagen, okay, wir wollen ein Risk-Reward-Ratio von 2. Also achten wir hier drauf, bam, 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 bam. Wir haben eins von 2, das seht ihr jetzt hier, Chancen-Risiko-Verhältnis 2. Und so managt ihr dann schon mal im Grundlegenden euer Risiko, weil ihr jetzt schon mal einen Plan habt und genau wisst, okay, hier möchte ich raus, bei 27 und bei 33,21 will ich Profite nehmen. Aber allein dadurch könnt ihr euer Risiko nicht managen, Leute. Nämlich, ihr müsst eure Erwartung ausrechnen. Als Beispiel, warum ist das jetzt hier nicht ausreichend, unserem Risiko zu managen? Ich habe jetzt hier ein Risk-Reward-Ratio von 2, ich riskiere 1 Dollar für 2 Dollar und muss nur 33% aller meiner Trades gewinnen, um wieder Break-Even zu sein. Ich habe doch mein Risiko gemanagt. Ihr könnt mit einem 2 bis 3 Risk-Reward-Ratio traden, bleibt aber in den meisten Fällen trotzdem unprofitabel. Währenddessen kann jemand mit Erfahrung auch mit einem 1er oder mit einem 0,5er Risk-Reward-Ratio traden und profitabel sein. Es geht nämlich um die Winning-Rate. Das ist das ganz, ganz Wichtige, was man einbeziehen muss, um ausrechnen zu können, ob man langfristig profitabel ist. Sagen wir, ihr tradet jetzt mit einem Risk-Reward-Ratio von 1 zu 2. Sprich, für jeden Trade, den ihr verliert, riskiert ihr 1 Dollar und für jeden Trade, den ihr gewinnt, bekommt ihr 2 Dollar Profit. Sagen wir, eure Winning Rate liegt jetzt bei 20%, was ziemlich realistisch ist am Anfang. Und ihr verliert 8 Trades von diesen 10 Trades, gewinnt 2. Diese 8 Trades bringen euch 8 Dollar Verlust rein, während die 2 Winning Trades euch 4 Dollar Profit reinbringen. Wenn ihr das jetzt ausrechnet, minus 8 plus 4 sind minus 4, also auch mit einem Risk-Reward-Ratio von 1 zu 2, was ihr dann stetig benutzt habt, seid ihr trotzdem erstmal unprofitabel, weil eure Winning Rate ja noch nicht hoch ist. Ihr braucht ja auch eine dementsprechende Winning Rate, um überhaupt Break-Even zu sein. Aber da ihr nur eine Winning Rate von 20% habt, seid ihr im Verlust. Und das ist eben der Punkt, warum das Risk-Reward-Ratio alleine erstmal nicht hilft. Ihr müsst nämlich eure Erwartung ausrechnen. Dafür gibt es nämlich eine simple Formel. Ich blende die hier mal ein und werde die jetzt auch mal kurz erklären. E steht für Expectancy. Expectancy heißt Erwartung. Also was ist eure Erwartung? Ihr müsst immer eure Erwartung ausrechnen. Die Formel dafür lautet folgendermaßen. E gleich, also Erwartung gleich, 1 plus W durch L in Klammern. W steht für die durchschnittliche Größe all eurer Gewinne und L steht für die durchschnittliche Größe eurer Verluste. Das rechnet ihr dann mal P. P bedeutet, was ist eure Winning Rate und das minus 1. So könnt ihr ausrechnen, ob ihr langzeit profitabel seid mit eurem Risk-Reward-Ratio und
eurer Winning Rate. Hier ist ein Beispiel. Ihr macht 10 Trades, 6 davon sind Gewinner, 4 davon sind Verlierer. Das bedeutet, euer Win Ratio liegt bei 6 von 10, sprich 60%. Und wenn eure 6 Gewinner euch jetzt insgesamt $3,000 eingebracht haben an Profit, nur als Beispiel, und ihr das dann durch 6 rechnet, seid ihr bei $500. Das ist das, was ihr durchschnittlich pro Trade gewinnt, in dem Beispiel jetzt. Und wenn eure Loser Trades euch $1,600 Verlust einbringen zum Beispiel, macht ihr durchschnittlich $400 Verlust pro Trade, den ihr verliert. Jetzt könnt ihr ganz einfach diese Zahlen in die Formel einsetzen und schauen, ob ihr profitabel seid, long-term gesehen. Also, ich sag's euch einmal, die Formel sieht folgendermaßen aus. E gleich, Erwartung gleich, 1 plus 500, weil 500 ist eure durchschnittliche Gewinngröße, durch 400. 400 ist eure durchschnittliche Verlustgröße bei einem Trade, haben wir ja gerade gesagt. Das rechnet ihr mal 0,6, weil eure Winning Rate liegt ja bei 60%, also mal 0,6, minus 1. Und dann kommt ihr auf 0,35 oder 35%. Also kommt ihr auf 35%, was ja eine positive Erwartung ist. Das bedeutet, dass diese Strategie jetzt zum Beispiel 35 Cent für jeden Dollar, den ihr getradet habt, zurückbringen wird. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass man seine Winning Rate mit einbezieht, weil jeder hat ja eine andere Winning Rate und es ist ja unabhängig davon von eurem Risk-Reward-Ratio, ob ihr profitabel seid oder nicht. Ihr könnt ja auch mit einem Risk-Reward-Ratio 0,2 traden, sprich ihr müsst 83% eurer Trades gewinnen. Es gibt tatsächlich auch Leute, die wirklich 90-95% ihrer Trades vielleicht gewinnen und damit so einem Risk-Reward-Ratio profitabel traden können, während andere Leute vielleicht mit einem 5er Risk-Reward-Ratio, sprich, dass sie nur 17% gewinnen müssten, Probleme haben, weil sie nur 10% ihrer Trades gewinnen. Deswegen bezieht die Winning Rate mit rein und rechnet die Erwartung aus mit der ganz einfachen Formel. Ich wiederhole sie nochmal. Die Formel lautet E, also Erwartung gleich 1 plus W durch L, die Größe eures durchschnittlichen Gewinns, W, und L, die durchschnittliche Größe eurer Verluste, also W durch L mal P. P steht für die Winning Rate, minus 1, und so kommt ihr auf eure Erwartung. Wenn die positiv ist, dann wird man auf Langzeit auch profitabel sein mit der Trading-Strategie. Ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, warum das Risk-Reward-Ratio alleine unnützlich ist und warum man seine Winning Rate mit einbeziehen muss und seine Erwartung ausrechnen muss. Das habe ich bei anderen YouTubern jetzt hier noch nicht gesehen auf YouTube. Die meisten haben immer nur von Risk-Reward-Ratio gesprochen. Aber es ist wirklich wichtig, dass man seine Erwartungen ausrechnet, weil alleine ist das Risk-Reward-Ratio nicht wirklich brauchbar. Ich hoffe, euch haben die Informationen gefallen, die ihr hier bekommen habt. Gebt doch gerne einen Daumen hoch oben auch mit diesem Kanal. Teilt die Videos doch gerne auch mit euren Freunden, die sich auch dafür interessieren. Nochmal zu gestern zum Video. Ich hatte ja euch gezeigt, was man potenziell traden kann am Ende des Videos. Ich habe ja gesagt gestern im Video, dass ich hier Atom long werde. Am Ende mein kostenloses Alpha, wo ich gesagt habe, was ich so machen werde. Und was haben wir gesehen? Atom ist hier vom Support 13% gepumpt ohne Hebel. Also Leute, ihr seht, das kostenlose Alpha zahlt sich aus am Ende der Videos. Wenn ihr mehr von so kostenlosem Alpha haben wollt, dann gebt doch gerne Daumen hoch und schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich das öfteren auch am Ende des Videos mal sagen, okay, was beobachte ich gerade, was werde ich potenziell traden, welche Coins und. Habt ihr gesehen, mein Atom-Call von gestern ohne Hebel 13% gestiegen. Mit Hebel wären das natürlich mit 10er Hebel 130%. Und wenn ihr FTX benutzen wollt, benutzt meinen Link, wäre auf jeden Fall cool, wäre eine Win-Win-Situation für uns beide. Aber auch wie immer ganz wichtig, ich bin kein Anlageberater, das ist alles nur meine Meinung. Es dient alles nur zu Informationen und zur Unterhaltung. Ob jetzt euer Risiko auch dementsprechend managt, müsst ihr selber wissen. Ich kann nur sagen, wie ich es persönlich mache. Also gebt einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal. Always stay fresh und peace.